Diese Kunstwerke soll man bewundern, bevor sie im Magen landen. Die Avocado ist der Star in einem Restaurant, das an der Trendfrucht ganz neue Seiten entdeckt. Das Lokal The Avocado Show in Amsterdam ist der heißeste Food-Hipster-Hotspot der Stadt. Seit der Eröffnung im April 2017 ist es das Thema in den sozialen Medien. Der Andrang riesig. Offensichtlich gibt es eine Warteschlange. Das ist neu für mich. Ich musste noch nie für ein Restaurant Schlange stehen. Ein Paradies für Avocado-Fans. Hier dreht sich alles um die grüne Superfrucht. Sogar grüne Shakes stehen auf der Karte. Smartphones, wohin man blickt. Fast jeder Gast wird zum Food-Blogger. Einer der Erfinder des Ladens ist Ron Simpson, Betreiber und Marketingmanager. Der Trend ist nichts für schmale Geldbeutel. Ein Avocado-Sandwich kostet 12,50 Euro, der Salat 15 Euro, der Burger ebenfalls. Wir haben Foodblogger, die wegen der schicken Gerichte kommen, aber auch Männer, die von ihren Freundinnen hergeschleift wurden und etwas Herzhaftes brauchen. Also alles dabei, jung, alt, von überall her. Das Angebot klingt exotisch. Es gibt fancy und schmancy Gerichte, alles mit Avocado. Die Schmenzi-Gerichte sind für Leute, die einfach gern Avocados essen. Wir packen sie auf Toast, in einen Salat oder in ein Club-Sandwich. Richtiges Essen. Die Fancy-Sachen sind die, von denen Leute Fotos machen. Die Avocados in Rosenform. Der Burger, also die Gerichte, die so richtig stylisch sind. Auf die Optik legt Ron Simpson großen Wert. Das ist wichtiger Bestandteil des Konzepts. Wie schmeckt dir denn der Garten mit Hummus? Gut, aber den Hummus habe ich noch nicht probiert. Gefällt dir die Optik? Auf jeden Fall. Die Speisekarte wird ständig durch neue Gerichte erweitert. Als Testlabor dient die Küche von Starkoch Jamie van Haye. Ein neuer Einfall, Avocado-Pfannkuchen, die es vielleicht schon bald in der Avocado-Show geben wird. Die sind echt knallgrün. Süß wegen des Zuckers, aber auch herzhaft durch die Avocado. Und dann ist da noch diese fruchtige Süße der Blaubeeren. Die Balance ist perfekt. Jetzt geht es um etwas Deftiges. Avocado-Stücke angebraten und frittiert in einer Panade. Innen weich und außen knusprig. Avocado-Pommes also statt Pommes aus Kartoffeln. Das macht wirklich Spaß. Die vielen Möglichkeiten mit der Avocado. Und am Ende wird alles grün. Sehr cool. Experiment Nummer 3. Ein Schokomilchshake mit Avocado-Krone. Perfekt für die Dessertkarte. Ursprünglich stammt die Frucht aus Mexiko. Doch mittlerweile wird sie auch in Israel, Brasilien, Chile oder Südafrika angebaut. Ihre ungesättigten Fettsäuren sind gesund. Die Avocado senkt den Cholesterinspiegel und ist gut für Herz und Kreislauf. Deshalb ist sie so beliebt. Auch diese Gäste aus Deutschland sind Avocado-Fans. Madeleine hat sich für den Burger entschieden. Statt Brötchen gibt es zwei Avocado-Hälften, dazwischen rohes Rindfleisch. Die Kombination von dem Fleisch mit der Avocado bin ich jetzt selbst auch nicht auf die Idee gekommen. Das war wirklich lecker. Also ich glaube, jetzt für jeden Tag ist das nichts, aber so, ich würde jetzt auch noch ein Avocado-Eis hinterher essen. Die Avocado. Im Amsterdamer Restaurant wird sie zum Star.